Vor 10 Jahren haben wir das erste Mal hier uns um diesen Spielplatz gekümmert. Und zwar in die Bautzner Gruppe mit den Vincent Babaschke bin ich hier gewesen. Der Landrat wollte hier einen Spielplatz stiften. Und ich als Holzgestalter habe da mir das angeguckt und dann meine Vorschläge gemacht. Die habe ich dann zu Papier gebracht und ist der Spielplatz rausgekommen, Bautzenland. Und wir haben in Bautzen dann 10 Kinder oder Kinder, ne, Jugendliche uns ausgesucht, die den Spielplatz bauen sollten. Die sind vom Arbeitsamt organisiert worden und auch bezahlt worden. Und die meisten von den Kindern oder Jugendlichen haben noch nie eine Arbeit gehabt. Und das war die erste richtige Tätigkeit. Und die waren richtig dabei und haben ein Jahr mitgemacht und haben den Spielplatz geschaffen. Wir haben den komplett in Soland, wo wir den gebaut haben, aufgestellt, dann auseinandergenommen, auf LKWs geladen und hierher gebracht. Und in kurzer Zeit, ich glaube eine reichliche Woche, da ist der Spielplatz dann hier entstanden. Und jetzt nach 10 Jahren kriegte ich einen Brief von Tschetschert hier, dass ich für eine Auszeichnung vorgesehen war. Ich wusste ja gar nicht richtig warum und ich habe den Spielplatz gemacht, das war meine Arbeit. Die habe ich auch gerne gemacht und mit Spaß. Und trotzdem freue ich mich, dass ich jetzt hier bin. Und als Dankeschön habe ich hier für die Kinder eine kleine Schaukel nachgemacht. Ich könnte nicht größer sein, weil man nicht mehr ins Auto reingekriegt hat. Ansonsten denke ich doch, dass wir eine gute Sache hier gemacht haben. Und jetzt ist der Spielplatz auch wieder in einem sehr guten Zustand. Und ich finde, nach 10 Jahren kann er sich sehen lassen.